Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir über Diablo 4. Und bevor wir auf die Leak-Details zu sprechen kommen, die ich ausgegraben habe in letzter Zeit, möchte ich eine kurze Anmerkung machen zu meiner Kette hier. Ich habe häufiger jetzt immer wieder Fragen bekommen, deswegen werde ich es jetzt in zwei Videos erwähnen. Ich habe jetzt mittlerweile, weil so viele Nachfragen kamen wegen dieser Kette, den Händler angesprochen und wir haben ein Partnerprogramm. Falls ihr also Bock habt, euch zumindest mal die Kette anschauen wollt oder die anderen Ketten, die da auch noch sind, guckt unten in der Videobeschreibung rein. Da packe ich euch den Link zu diesem Shop rein, wo ihr natürlich dann euch selbst so eine Kette gönnen könnt, falls ihr Bock habt und damit natürlich auch dann direkt den Kanal unterstützen ohne Mehrkosten. Aber das ist ganz frei für euch. Ich habe es jetzt nur mal mit reingepackt, dass möglichst alle davon mitbekommen, woher diese Kette kommt und so weiter und so fort. Jetzt fangen wir aber an mit den Details. Und das erste Detail sind Schatzkarten. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal sehen konnten oder sogar schon mal hatten. Es kann sein in der Endgame-Beta. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich nehme es für euch einfach heute ins Video mit rein. Da gibt es ein Item, teilweise verblasste Notiz, und dann steht dann dran, neben dem Fluss am Meeresrand ein einsamer Baum als Wächter stand. Also vielleicht könnte es sein, dass wir zumindest mal eine Schatzkarte bekommen, aber vielleicht im Laufe der Zeit in Diablo 4 noch mehr Schatzkarten anfinden können, wo wir dann auf Schatzjagd gehen können. Und es gibt auch einen Loot, der dann nicht so besonders ist. Der kann für einen geringen Betrag bei einem Händler verkauft werden. Aber wahrscheinlich habt ihr dort einfach die Möglichkeiten, noch bessere Items rauszubekommen, wenn ihr diesen Schatz dann auch findet und ausgrabt. Ich glaube, das war schon mal irgendwo spielbar. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr euch daran erinnert. Auf jeden Fall gehen wir jetzt aber zum zweiten Punkt. Und der ist ein interessanter, wie ich finde, nämlich Räucherwerk, was man als Buff quasi bekommen kann. Wir wissen von den Elixieren in der Endgame-Beta war das Räucherwerk teilweise meines Wissens auch freigeschaltet, aber es hatte einen anderen Zweck, wenn ich mich richtig erinnere. Den Zweck, den das Räucherwerk jetzt hat, wird uns ziemlich klar durch diese Leaks, nämlich es sind Buffs, besonders auch noch für Gruppen. Denn jedes Räucherwerk gilt nicht nur für dich, sondern auch für alle Spieler in deiner Gruppe. Und was ebenfalls noch ein sehr geiles Detail ist, es gibt verschiedene Typen von Räucherwerk. Es gibt Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Und es steht auch noch dabei, dass von jedem Typ maximal gleichzeitig ein Räucherwerk aktiv sein kann. Das bedeutet aber im Umkehrschluss für uns auch, dass wir maximal dreifach gebufft sein können, nämlich durch ein Typ 1 Räucherwerk, durch ein Typ 2 Räucherwerk und ein Typ 3 Räucherwerk und sozusagen drei Räucherwerk-Buffs im Kampf aktiv haben können. Und vielleicht kommen dann noch Elixiere dazu. Wie viele, kann ich euch gerade nicht sagen. Aber auf jeden Fall mal, was Buffs angeht, die wohl 20 Minuten lang dauern sollen bei diesem Räucherwerk, ist doch eine feine, feine Geschichte. Und da ist zum Beispiel was dabei, erhöht für alle Spieler in der Nähe alle Werte um 40, alle Charakterwerte um 40, sowie kritischen und Überwältigungsschaden um 5%. Also Effekte, die nicht zu verachten sind. Es ist allerdings auch ein Räucherwerk der Stufe 100, muss ich hier anmerken. Ja, also bei Stufe 30 ist es zum Beispiel erhöht für alle Spieler in der Nähe den Schaden von Treffereffekten um 100%, hält 20 Minuten an. Maximales Leben zum Beispiel um 500. Das ist eine Stufe 60 Räucherwerk. Also trotzdem aber nicht zu vernachlässigende Buffs, die man gut für einen Kampf mit dabei haben kann und besonders für Gruppen eine ganz feine Geschichte. Wir gehen weiter zum dritten Aspekt, den ich ausgegraben habe, nämlich es sieht ganz danach aus, dass es auch wieder Skillpunktbücher gibt. Also wenn ihr als Questbelohnung vielleicht wieder so ein Buch bekommen könnt, da steht nämlich dran, das Item gibt es, wenn ihr draufklickt, bekommt ihr einen Skillpunkt. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass wahrscheinlich wieder irgendwo als Questbelohnung so ein Büchlein auf uns wartet und das kennen wir auch aus vorigen Teilen von Diablo schon. Die sind also auch wieder mit von der Partie, wusste ich persönlich bis jetzt nicht. Was ich ebenfalls neu finde für mich, für euch vielleicht auch, sind die Felder des Hasses im Detail. Nämlich anscheinend sollen diese PvP-Felder, von denen es zwei geben wird zur Release, eine höhere Drop-Chance für legendäre Items bereithalten. Das heißt, der Anreiz, dort reinzugehen, ist da, denn ihr habt eben mehr Chance, vielleicht auf legendäres Gear zu treffen, was ihr dann bekommen könnt. Denn es gibt ja dort nicht nur feindliche Spieler, sondern auch andere Monster. Es ist PvE, PvP. Und
Es gibt dort nämlich nicht nur Monster, die rumstehen und wohl sehr gute, in, was die Dichte angeht, teilweise auch, sondern auch PvP-Events gibt es dort, also innerhalb der PvP-Zone Events gegen Monster zu kämpfen. Es läuft dort ebenfalls ein Boss rum oder vielleicht auch mehrere stärkere Gegner, die ihr dann ins Fadenkreuz nehmen könnt und umhauen könnt und hoffen müsst, dass euch nicht irgendjemand hinten in den Rücken reinsticht, während ihr das macht. Es ist auf jeden Fall PvE-Content auch noch mit drin und anscheinend eben schön eine gute Chance für legendäres Gear. Zudem bekommt ihr auch, wenn ihr Spieler tötet, wieder ein Ohr. Das droppt dann wieder. Wer frühere Teile gespielt hat, erinnert sich da bestimmt dran. Wert haben die sehr wahrscheinlich keinen wie damals auch. Wir gehen weiter zum letzten Punkt, den ich für euch dabei habe, nämlich Rezepte als Loot. Für mich persönlich jetzt hatte ich noch nicht auf dem Schirm einfach. Deswegen nehme ich es heute auch ins Video mit rein. Ihr könnt anscheinend von Monstern nicht nur eben Loot finden, Ausrüstungsteile, bla bla bla, sondern auch Rezepte. Und die können bei dem entsprechenden Handwerker dem beigebracht werden. Und ein Beispiel gibt es schon dafür in den Leaks, nämlich ein heilendes Elixier, also für den Alchemisten. Wenn ihr dem Alchemisten dann dieses Rezept beibringt, könnt ihr dann wahrscheinlich beim Alchemisten ein Elixier mit Heilungswirkung craften. Ich weiß nicht, wie dieses Elixier dann genau funktioniert. Vielleicht ist es ein Heileffekt über Zeit oder sowas. Aber ich finde es cool. Ich habe es noch nicht auf dem Schirm. Man kann wohl irgendwelche Rezepte bekommen, auch als Loot Drops. Bin gespannt über eure Meinung zu diesen paar Details, die ich noch für euch ausgegraben habe. Ob ihr davon alles schon wusstet oder auch was neu für euch war, lasst es mich gerne wissen. Und ich freue mich, wenn ihr bei einem anderen Video bald wieder von mir reinschaltet. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.